Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Und dann machen wir natürlich weiter an dieser Stelle. Ja, hier ist der Überrest des Bots, des Transportbots, glaube ich. Den werden wir mal entfernen lassen. Da stellen wir dann, wenn wir mal wieder einen Händler haben, der sowas verkauft, einen neuen hin. Ja, und wir müssen uns diese Folge, glaube ich, vorwiegend um das Hitzeproblem kümmern. Im Moment geht's noch, aber die Hitzewelle hat ja gerade erst gestartet. Das heißt, da wird es vielleicht noch das ein oder andere Problemchen geben. Und ich sehe ein bisschen schwarz für unsere Felder. Da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie gekühlt kriegen. Ja, wir haben schon alle Aufträge soweit abgebrochen, glaube ich, wo wir Eisen sonst verschwenden würden gerade. Denn alles Eisen, was wir gerade rankriegen, sollten wir da reinstecken, dass die Temperaturen so halbwegs gehalten werden. Genau, und hier in dem Raum hatten wir, glaube ich, noch gar keine Kühlung mit drin. Aber wir hatten jetzt hier schon mal mit angefangen. Genau, guck mal, das passt hier drin zumindest. Hier müssten wir das dann vielleicht auch nochmal mit ausgleichen oder angleichen. Und ich überlege langsam wirklich, ob wir nicht nochmal diese Ventilatoren hier bauen sollten. Ich mag die Teile ehrlich gesagt gar nicht. Die gefallen mir nicht, weil die nicht wirklich konstante 21 Grad erzeugen und ich das so gern habe eigentlich. Das ist ein bisschen dämlich, aber ich mag das, wenn das genau 21 Grad ist. Aber ich denke mal, spätestens hier müssen wir die dann einsetzen, weil hier können wir eigentlich nicht überall so einen Dingens mit reinsetzen. Ach Mensch, das wird schwierig. Und mal hier, da hat man eine für das Wohnzimmer, genau. Da mussten wir auch noch erweitern. Ich glaube, da setzen wir... Hatten wir noch nicht gemacht, ne? Nee, hatte ich überlegt letzte Folge, aber hat man noch nicht gemacht. Da setzen wir vielleicht hier einfach nochmal eine Kühlung mit rein. Und vielleicht direkt mal zwei nebeneinander. Na gut, gucken wir mal. So, schauen wir mal, ob das dann halbwegs runtergekühlt wird. Ich glaube, der Raum, der wird bereits gekühlt. Genau, das passt. Draußen, es geht im Moment noch 20 Grad, 21 Grad, aber das wird sich halt noch extrem verschärfen, denke ich mal. Bei diesem Cold Snap hatten wir bis zu minus 70 Grad, minus 72 Grad. Und wenn wir hier plus 72 Grad kriegen, also das wäre schon richtig heftig. Da kämen wir, glaube ich, nicht mehr damit zurecht. Und ich überlege, ob wir den Tieren, ja, ob wir die mal einschränken, gebietstechnisch, dass die sich nur im Haus aufhalten dürfen. Ich glaube, das wäre nicht die dümmste Variante, oder? Wenn die irgendwas holen wollen, dann gehen die natürlich trotzdem raus. Das können wir, glaube ich, nicht vermeiden. Aber so im Groben und Ganzen müssen die jetzt, wenn sie spazieren gehen wollen, ja, das nicht außerhalb des Hauses machen. Weiß nicht, ob sie dann sonst auf die Idee kommen würden. Aber so hätten wir dann zumindest ein bisschen vorgebeugt. Guck mal, hier können wir nochmal umstellen, dass hier auf nichts das alles steht. Ansonsten vom Training her, wie sieht's aus? Okay, können wir noch nichts weitermachen. Wie sieht's bei den anderen aus? Hat man da schon alles soweit austrainiert? Okay. Warte mal, was ist mit dem? Okay, das wird gemacht. Wunderbar. Der ist schon... Okay, das passt. Okay, den mehr können wir leider nicht machen. Stört aber jetzt im Moment auch nicht so sehr. Denn wir haben genug andere Sachen, wie gesagt, die wir gerade favorisieren müssen. Und ich hoffe, wir kommen strommäßig irgendwie klar und materialmäßig. Was haben wir denn gerade? 518. Okay, das ist nicht so wenig. Damit können wir noch die ein oder andere Klimaanlage auf jeden Fall bauen. Na, guck mal, draußen schon 33 Grad und wahrscheinlich weiterhin steigend. Das Wohnzimmer liegt im Moment noch bei gemütlichen 21 Grad, das passt. Hier wird es schon etwas wärmer. Hier ist es schon warm, okay. Warte mal, wir sollten die Außenräume auf jeden Fall temperieren. Das macht viel aus. Ja, stellen wir hier einfach mal eine Klimaanlage mit rein, dort eine mit rein. Dann hier vielleicht auch und hier werden wir dann auch jeweils nochmal eine mit dazustellen. Gut, dann hoffe ich mal, dass das so halbwegs reicht. Hier werden wir dann, denke ich mal, auch noch eine mit dazu nehmen müssen. Und hier dann auch. Okay. Na, ich hoffe, das wird so halbwegs funktionieren. Ich denke mal, dass die Räume, die innenliegenden Räume, sich dann nicht ganz so sehr erhitzen werden, wenn es nebenan nur 21 Grad hat. Aber schauen wir mal halt. So, müssen sie erstmal machen, am nächsten Tag aber wahrscheinlich erst, genau. Hier, wie sieht's hier aus? Das sind gemütliche 22 Grad. Hier sind es schon 24 Grad. Ja, stimmt, da hatte ich ja überlegt, ob wir hier die Dingens reinsetzen. Aber nee, machen wir trotzdem mit Klimaanlage. Gut, das passt auch noch soweit. Das passt auch draußen. Okay, geht auch gerade wieder. Naja, wir schauen uns mal den Piratenhändler an und gucken mal, was der Schönes für uns mitbringt. Lass mal einen Blick drauf werfen und das behalten wir alles, das steht schon fest. Ansonsten Lazy, das ist glaube ich eine Gefangene von uns, genau.
Könnten wir verkaufen, machen wir jetzt aber, glaube ich, nicht. Medizin könnten wir kaufen, haben wir aber noch. Artilleriegeschosse, wo haben wir die denn her? Wir haben 54 Artilleriegeschosse, wo haben wir die denn aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Also produziert haben die, haben wir die mit Sicherheit nicht, das wüsste ich. Na gut. Vielleicht irgendwo gesammelt, aber kann mir gerade gar nicht vorstellen. 54 Stück? Na egal. So. Draußen 29 Grad, 30 Grad und wahrscheinlich noch weiterhin steigend. Von Tag zu Tag wird es, denke ich mal, wärmer werden. 32, 33 Grad. Ja, okay, also wir sollten da ganz dringend dranbleiben, dass wir hier die Zimmer kühlen. Und ich hoffe, dass hier die Temperatur dann auch wieder runtergehen wird. Ich denke, oder ich setze jetzt einfach mal darauf, dass wenn die Nebenräume, also alle Räume, die irgendwie eine Verbindung nach außen haben, dementsprechend gekühlt sind, dass die ja dann nicht mehr erhitzen. Ne, steigt trotzdem. 26 Grad war vorher 25 Grad. Jetzt geht es wieder ein bisschen nach unten. Das kann, also theoretisch kann das eigentlich kaum so sein. Also durchs Dach sicherlich kommt auch ein bisschen Wärme durch, aber naja, gucken wir mal. So, es ist Nacht, da geht die Temperatur erstmal wieder zumindest ein bisschen nach unten. Hier passt es von der Temperatur, hier ist es noch ein bisschen wärmer. 31 Grad hier drin, oh, das ist nicht gut. Können wir denn, haben wir denn, machen wir denn, wie viel haben wir? 76 Stahl haben wir nur noch. Ah, Mist, das wird gar nicht reichen. Haben wir hier schon alle gebaut? Nein. Guck mal, hier fehlt es, glaube ich, noch an Material. Nee, das ist vollständig. Hier fehlt noch ein bisschen was. Okay. Aber da sind wir dran. Wie weit haben wir die Felder abgebaut? Komplett. Aber hier muss noch eingesammelt werden. Okay. Guck mal, hier oben hätten wir auf jeden Fall noch ganz viel Eisen. Das werden wir auch schon mal mit in Auftrag geben. Das würden wir gern einsammeln wollen. Genauso wie hier. Okay. Dann hoffe ich, dass wir da nochmal ausreichend rauskriegen. Hier können wir dann theoretisch auch schon mal sammeln gehen. Das dürfte auch nicht das die dümmste Idee sein. Und hier machen wir es auch schon mal. Genau. So, hingegen das hier auch im Ideal schon mal mitgeholt wird. Weil daraus kriegen wir natürlich auch Eisen. Aus diesen Stahlschlaggebrocken. Gut. Naja, ich hoffe, das klappt irgendwie. Dass wir die Hitzewelle irgendwie überstehen können. 35 Grad. Ja, es wird halt wie gesagt täglich wärmer jetzt. 36 Grad. Ach Mensch. Ist schon heftig. Naja, gucken wir mal. 37 Grad, Alter. Okay. 21 hier drin. 32 da drin. Ich glaube, die Zimmer passen jetzt von der Temperatur her. Genau, das müsste auch klar gehen. Hier steigt es halt auch noch. Ja, irgendwie müssen wir das regeln. Wir können die Temperatur jetzt maximal in andere Räume ableiten. Und hoffen, dass die dann dementsprechend gekühlt werden. Ach, Mensch. So eine Stahlverschwendung, einfach nur wegen der Temperatur gerade. Naja, es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Wir hauen hier jeweils mal eine mit rein. Genauso wie hier. Da und hier auch nochmal. Hier fehlt das Kabel, sehe ich gerade ganz nebenbei. Das tun wir nochmal ersetzen. Gut, so, das sollte erstmal klar gehen. Na denn, schauen wir mal. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch wesentlich mehr Kühlung hier drin. Das heißt, hier setzen wir auch nochmal zwei zusätzlich mit dazu. Gut, na denn, wir schauen mal, ob das funktioniert. So, jetzt wird das ganze Stahl, was wir jetzt dort abbauen, natürlich erstmal wieder dafür verbraucht werden. Das ist natürlich auch ganz großes Kino. Aber es ist halt notwendig, es geht nicht anders. Guck mal, hier hat man auch noch ein bisschen Stahl, aber das lassen wir erstmal noch. Gut. Naja. Kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Wie sieht es denn strommäßig aus? Plus 20.000 gerade. Ich glaube, die Sonne scheint, genau. Und die Windturbinen laufen auch ein bisschen. Das liegt natürlich zum Großteil auch daran. Ja, weiß ich nicht. Ihr habt auch vorgeschlagen, oder einer hat auch vorgeschlagen, wir sollen doch hier viel mit diesen Ventilatoren arbeiten und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich ja auch gerade so versucht, ein bisschen zu erwähnen. Ich bin da nicht so der Fan davon, von diesen Ventilatoren. Weil die halt das so ungenau regeln und ich weiß nicht, wieso ich da so bin. Ich bin da sehr akkurat. Ich hätte es wirklich gern genau 21 Grad. Das ist eine Macke, muss man so hinnehmen bei mir. Ist halt so. So, guck mal, mit dem Abbau kommen wir auf jeden Fall gut voran. Das läuft schon. Das Ding darf auch abgebaut werden. Okay.
Ja, wunderbar. Dann muss das nur noch eingesammelt werden und dann könnte das halbwegs gut aussehen. Haben wir denn noch Stahl? Ist das Stahl? Ja. Okay. Die Teile sind alle gesetzt worden. Hier fehlt es noch. Da sind wir aber dran. Wie warm ist es jetzt im Wohnzimmer? Natürlich schon bedeutend wärmer. Okay. Das heißt, die schaffen es jetzt nicht mehr. Da braucht man noch mehr. Müssen wir hier nochmal zwei dazusetzen. Oder na, machen wir es hier so. Der kommt nochmal weg. Genau. Okay, dann hoffe ich, dass das irgendwie reichen wird. So, Gebiet wieder freigelegt, aber das ist, glaube ich, nichts Wildes. Genau. Da können wir aber. Guck mal, da hat sich noch ein bisschen was aufgetan. Das sammeln wir auch schon mal mit ein. Bleiben wir auch mal kurz dran, weil ich glaube, hier ergibt sich noch ein bisschen was. Genau. So, sieht gut aus. Und. Ja, diesen Raum müssen wir definitiv auch noch kühlen. 40 Grad schon draußen, trotzdem es jetzt gerade Mitternacht ist. Alter, okay. Ja, hier müssen wir ganz dringend kühlen. Temperatur, Kühlung. So, wir hauen, glaube ich, hier mal zwei, drei rein. Oder erstmal auf jeden Fall eine. So rum. Halt. Beide Seiten der Kühlung, heiß und kalt, müssen frei sein. Achso, es geht nicht, weil das Ding dort steht. Und dann ist er ganz groß. Dann halt hier rein. Gucken wir mal. Das müsste es ja zumindest schon mal ein bisschen runterkühlen. Hoffe ich zumindest. 38 Grad. Ja, und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag wird es dann, denke ich mal, vielleicht schon auf die 50 Grad sogar zugehen draußen. Da wird es langsam gefährlich oder langsam kritisch auf jeden Fall. Mal hier. Ist das gerade offen? Wo sehe ich das denn? Ach da, innen. Genau. Nee, ist gerade nicht offen. Das heißt, es wird als innen angezeigt. Wunderbar. Ganz nebenbei müssen die natürlich sich trotzdem um die anderen Sachen mitkümmern, wie Ernte und so weiter. Gerade das Teufelsgarn ist ganz wichtig natürlich, dass wir das reinkriegen. So, jetzt hier bitte schnell weiterbauen. 32 Grad, okay, sinkt gerade so ein bisschen die Temperatur. Denk mal, wenn die jetzt fertig ist, erreichen wir eventuell sogar unsere 21 Grad wieder. Oder auch nicht. Ja, die kämpfen ganz schön. So, guck mal hier drin, das passt so halbwegs. Ja, das geht auch. So mehr oder weniger. Der Raum, Alter, der ist auch schon ein bisschen wärmer. 36 Grad hier drin. 38 Grad, Alter. Okay. 42 Grad. Trotzdem hier eine Kühlung drin ist. 51 Grad sind draußen. Ach Mensch. Ja, warte mal. Wir stellen hier mal noch zwei zusätzlich mit rein. Gut, dann im Idealfall müssen wir den Raum natürlich jetzt hier auch kühlen. Geht das jetzt hier? Nein, okay. Dann können wir es auch nur wieder ins Wohnzimmer eigentlich ableiten. Oder wir leiten es hier mit rein. Ja, wir leiten es mal darüber mit rein. Aber dann müssen wir hier, glaube ich, die Wand noch dicht machen mit Kühlung. Da haben wir eine ganze Reihe an Ventilatoren. Naja, wir gucken, ob es dann immer noch so halbwegs auch aussieht. So. Der Raum würde dann auf jeden Fall wieder gekühlt werden. Der würde dadurch dann bedingt auch wieder etwas kühler werden. Und der hoffentlich auch. Wobei der wahrscheinlich auch noch verändert werden muss. Forschung abgeschlossen. Schiffs-Antimaterie-Reaktor. Okay. Und dann bitte noch die Kryoschlafkapseln. Und ich glaube, das ist dann der letzte Forschungspunkt. Dann haben wir, glaube ich, alles erforscht, was wir haben. Gut. Das. Warte mal, hier war es irgendwo warm. Ah, Wohnzimmer noch. Okay. 31 Grad, Alter. Man könnte hier noch eine Kühlung mit reinsetzen. Ja, machen wir. Gut, die stehen auch alle richtig. Und nicht, dass ich das irgendwo verpeilt habe und irgendeine Kühlung hier entgegengesetzt wirkt, wie sie soll. Ja, aber es müsste alles soweit passen. Das sieht gut aus. Blau ist immer drin. Hier, die werden auch gemacht. Wie viel haben wir hier? 40 Grad gerade draußen. 58 Grad. Na, ich sag ja, das wird schwierig. So, jetzt müsste es aber hier hoffentlich dann allmählich wieder etwas abkühlen. Ja, guck mal, Piratenhändler ist wieder da. Den können wir mal für den Moment ignorieren. Das Kühlungsproblem ist gerade viel, viel wichtiger. In der Küche sind es plus 3 Grad. Oh, das ist natürlich auch nicht gut. Eigentlich müssen wir dann hier auch noch was dazu nehmen. Wir haben schon wieder keinen Stahl. Warte mal, haben wir das schon alles eingesammelt? Nein, da ist noch ein bisschen was. Wir können auf jeden Fall. Können wir hier nochmal mit abbauen? Ich denke mal, das wird sich hier rüber erstrecken auch. Gut, dann könnten wir hier auch nochmal auf Tour gehen. Machen wir es mal so. Das sollte auch passen. Guck mal, hier oben liegt auch noch ganz viel Stahl. Also, ja, es wird, glaube ich, lang dann.
So, aber trotzdem braucht man in der Küche oder im Kühlraum noch mehr Kühlung. Ja, also setzen wir hier nochmal eine mit rein. 5 Grad, Alter. Okay, dann hier auch nochmal eine. Und hier auch nochmal eine. Dann hoffe ich, reicht das. Wir müssen es halt auf minus 10 Grad ungefähr kühlen. Also zumindest plus minus 0. Das wäre ein Träumchen. So, das können wir mal einsammeln lassen, ganz nebenbei. Wie warm ist es hier? 21 Grad, 22. Okay, hier in den Räumen geht's so halbwegs. Verrücktes Tier. Das ist weniger schön. Aber ist nur eine Schildkröte, oder? Greift Bot im Nahkampf an. Das war nicht wild. Okay, das ist nur das, die Schildkröte. Und die Schildkröte wird es, glaube ich, nicht mal schaffen bis zu uns durch. Die wird entweder zerbombt werden im Vorfeld. Oder dann durch unsere Geschütze zerlegt. Oder sie beruhigt sie vorher. Ja, okay, sie wurde zerbombt. So, können wir theoretisch einsammeln lassen. Müsste passen. Das können wir auch mal mitnehmen. Gut. So, das hätten wir. Wie sieht's in dem Raum aus? 30 Grad. Da ist auch nicht so kühl. Müssen wir auch noch ein bisschen was dazu tun. Dann setzen wir mal hier noch eine mit rein und da noch eine mit rein. Gut. Das Wohnzimmer ist schon ein bisschen wärmer hier. Trotz 5 Kühlungen. Guck mal, das schaffen die hier immer noch nicht. Black Market Trader. Warte mal. Da will ich noch mal einen Blick drauf werfen. So, Excel, komm mal ran hier. Quatsch mal eine Runde. Wo steckt denn der Junge? Von wo. Alter, von wo kommt denn der an? Okay. So. Okay, das hätten wir. Denn wir. Guck mal, wie viel wir hier verkaufen können an Skulpturen. Da waren wir wieder richtig fleißig. Und hier drei Skulpturen für jeweils 2177 Silber. Das lohnt sich. Das sind fast 11.000 Silber. Allein durch Skulpturen, die wir jetzt hier handeln. Das ist der Hammer. Das lohnt sich wirklich. So, Die können wir, glaube ich, verkaufen. So, was haben wir hier noch? Die gepanzerte Weste können wir behalten. Das behalten wir auch alles. Das passt. Das teure Holz könnten wir verkaufen. Machen wir aber im Moment lieber mal nicht. So, stattdessen, genau. Wir kaufen oder wir decken uns hier mal mit diesen Magnetic Coils ein. Da brauchen wir auf jeden Fall 4 Stück dafür. Computerkomponenten sind wir am Herstellen. Titanium könnten wir kaufen, aber ich glaube, das sind wir auch am Herstellen, oder? Ja, nehmen wir trotzdem ein bisschen was mit. Titanium herstellen ist nämlich ziemlich teuer. Ah, genau das. Da haben wir, glaube ich, ein Titanium rausgekriegt für 12 oder 15 Plaststahl. Das ist ziemlich heftig. Da kaufen wir es lieber. So. Im Moment kriegen wir immer noch ein paar tausend Silber. Wie viel können wir denn mitnehmen? Wie viel haben die denn? 209. Wenn wir jetzt hier mal auf Maximum gehen. Guck mal, da kriegen wir immer noch Silber. Fände ich in Ordnung, wenn wir das so machen. Stahl können wir leider nicht kaufen, das wäre eigentlich auch wichtig, aber naja, egal. Gut, machen wir so, geht klar. Wunderbar, dann können wir nämlich hier dann noch den nächsten Generator mit reinsetzen, das wird nämlich notwendig sein. Strukturen, lass hier erstmal die Wand soweit reinzimmern. Genau, dass ihr das schon mal macht. Krankheit, nein, nicht das auch noch. Kopsee. Oh nee, nicht Kopsee. Ah, Mist, warte mal. Wir haben doch gar nicht so viele Krankenbetten. Du legst dich bitte da rein. Den können wir wegklicken. Mo, natürlich, unser Arzt. Auch krank. Du legst dich bitte da rein. Hat sich Kopsi nicht gerade beauftragt, sich dort reinzulegen? Naja. Okay, und wer ist noch krank? Belkurt. Okay. Ja, mein Junge, du wirst dich auch irgendwo hinlegen müssen. Da, ja, du, wir haben kein anderes Bett leider für dich. Von daher leg dich dort rein. Na gut. Müssen wir mal schauen. So, was brauchen wir eigentlich hierfür nochmal? Silikon müssten wir doch haben. 40 Stück. Haben wir nicht, also Silikon, Silizium ist das halt. Aber das müssten wir doch eigentlich haben. Was ist das? Ethanol. Also, eigentlich müssten wir, glaube ich, für das Teil alles parat haben. Können wir da irgendjemand beauftragen? Timmy vielleicht? Benötigt Material. Okay, wir haben nicht genug Silizium. Aber das ließ sich doch herstellen. Warte mal, wo können wir das denn hier machen? Wie viel brauchen wir? 40. Okay. Dann stellen wir doch mal 40 her. So, das könnte funktionieren. Das stellen wir aus Blöcken her. Das ist in Ordnung von mir aus, wenn es sein muss. Na gut, gucken wir mal. Und dann müsste man das nämlich auch fertigstellen können. Und das ist, glaube ich, was Interessantes, weil dann können wir vielleicht diese Glitzerweltmedizin auch herstellen. So, wo,
Alter, hier war doch noch jemand krank. Copse liegt jetzt da, Belcourt liegt da. Na, wer war denn der andere? Mo. Mo war noch krank. Mo, hau dich hin, mein Junge. Timmy, du wirst die versorgen. Du wirst die Nacht jetzt wahrscheinlich durchmachen müssen dafür. So, behandelt Copsy Housemaid? Ja. Und ihr kriegt nur die normale Medizin, oder? Alle drei. Genau, finde ich in Ordnung. So, Timmy muss sich kümmern. Und Mo wirst du auch nochmal behandeln. Okay, der wurde schon behandelt, wunderbar. Gut, dann hoffe ich, dass ihr das halbwegs schnell überstehen könnt, dass es wieder wird. Ja, guck mal mal. Gut, 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 gut. So, guck mal, die Wand ist. Nein, nicht noch mehr. Oh nein. Steven. Scheiße. Okay. Lazy, das interessiert uns eher weniger. Und Jack. Okay. Jack, hau dich hin. Timmy, du wirst dich kümmern müssen um Steven. Ja, Timmy wird nicht schlafen dürfen heute. Und bitte nochmal um Jack kümmern. Die müssen behandelt werden. Und ich glaube, wir erlauben das unseren AIs auch nochmal, sich drum zu kümmern. Und Sam wäre, glaube ich, auch ein guter Arzt. Weil Sam hat diesen Doppelskill. Sam kann schnell lernen. Ich glaube, das wäre total sinnvoll, wenn wir das so machen würden. Okay. Ja, schauen wir mal. So, wie sieht es denn temperaturmäßig aus? Innen 10 Grad, trotzdem wir hier erweitert haben. Ernsthaft? 62 Grad draußen. Nein. Unser schönes Essen. Temperatur, Kühlung, noch mehr. Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kühlung hier. Da auch nochmal. Ach komm, wenn wir jetzt einmal dran sind, dann. Ach so, wir müssen. Na, warte mal. Kommando zurück. Ich weiß doch, wann es liegt. Wir müssen die einfach nur umstellen. So rum. Auf Minusgrade natürlich hier in dem Fall. Sonst wird das Ganze nichts. So, hier das auch nochmal auf Minusgrade. Genau. Und das müsste passen. Und hier kommt dann noch die eine rein. Genau. Okay, das könnte dann schon hoffentlich helfen. Schauen wir mal. Ja, guck mal, Temperatur senkt sich langsam ab. Und ich glaube, wenn wir dann die dritte Kühlung hier auch noch fertig gebaut haben, dann müsste es passen. So, Copsi ist zusammengebrochen. Ach, Mensch. Ja, das wird natürlich eventuell noch häufiger passieren, dass unsere Kranken jetzt wieder zusammenbrechen. Ich glaube, wir lassen die auch umherlaufen. Das ist, ja, tut mir leid. Also wir müssen die umherlaufen lassen. Das kriegen wir anders nicht hin. Sonst brechen die uns ständig zusammen und werden zum Berserker und alles Mögliche. So, Mo lassen wir auch laufen. Der darf auch was machen. Okay, die legen sich dann schon hin, wenn es soweit ist. Und Sam ist ja eine relativ flexible AI, die wird sich dann kümmern. Und von daher, das sollte passen. Guck mal, die Wand können wir hier wegreißen lassen. Befehle abbauen, nee, abreißen. Genau, das müsste jetzt alles drin sein, hoffentlich. Und ich hoffe, das bricht hier uns nicht zusammen. Obwohl, warte mal, das könnte sein, dass es zusammenbricht, oder? Können wir mal gucken. Struktur. Granitwand, wie viele Felder sind das denn? 13 Felder. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir bauen mal hier das durch. Können das in der Zwischenzeit ja mal abreißen lassen. Weil das müsste auf jeden Fall passen. Also bis dahin können wir es wegmachen. Hier vielleicht auch. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, gucken wir mal. Na gut, schauen wir einfach mal. So. Weil wir können ja jetzt hier den nächsten Generator mit hinsetzen. Und da denke ich mal, wir werden den. Wir werden den, wir werden den, wir werden den wo hinsetzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist eine gerade Zahl. Schade. 1, 2, 3. 4, 5. Ja, es wäre dann so leicht verschoben. Das will ich eigentlich eher nicht. Warte mal, können wir, können wir, können wir, können wir? Sieht, glaube ich, nicht aus, oder? Würde vielleicht ein bisschen besser aussehen. Wir machen das mal auf diese Art und Weise. Müssen mal gucken, wegen dem Stromkabel. Warte mal, wo haben wir das? Dass wir das hier vielleicht auch schon mal durch verlegen, genauso wie hier in dem Fall. Und hier können wir es dann auch schon mal durch verlegen. Okay, gucken wir mal. So, wie sieht es denn aus, temperaturmäßig jetzt? Die Heizung müssen wir auf jeden Fall nochmal mit einstellen auf Minusgrade. Und wir haben es immer noch 10 Grad hier drin. Das Essen wird schlecht. Ach Mensch, Jungs, wie sollen wir es denn machen?
Wir brauchen ja doch noch eine dritte Heizreihe. So rum. Und hier vielleicht auch nochmal. Und hier vielleicht auch nochmal. Okay. Wie warm haben wir es draußen? 69 Grad. Alter. Vorratskapsel. Was ist das? Stoff. Ja, könnt ihr mit einsammeln gehen. Genauso wie das Zeug. Kann auch weg. Und in die Leiche können wir auch mal mitnehmen. Gut. 69 Grad. Das ist richtig, richtig heftig. 48 Grad hier drin. 40 Grad da drin. Die kriegen Hitzschlag hier bei uns. Guck mal, in der Küche sind es nur 24 Grad. Das läuft relativ gut, habe ich das Gefühl. Trotzdem wir hier nur eine Klimaanlage drin haben. Wie viel Stahl haben wir denn? Auch nicht mehr so viel. Ja, und das Stahl, was wir jetzt haben, werden wir hier für die drei brauchen, auf jeden Fall. Haben wir denn noch was, was wir hier einsammeln können? Guck mal, hier liegt nur ganz viel rum. Das muss nur ein Jahr zusammengetragen werden. Ja, trotzdem hier nebenbei schon mal natürlich weiter mit abbauen. So, das wird okay. Hier oben ist soweit fertig. Hier haben wir noch auf jeden Fall ein bisschen was. Und das, glaube ich, haben wir schon ausgewählt. Genau. Na gut. 82, 83 Grad. Alter, 84 Grad. Das ist heftig. 51 Grad in dem Raum. Alter. Alter Schwede. Mensch. Ja, die Küche ist trotzdem erstmal viel, viel wichtiger. Die sollen erstmal hier die Küche fertig machen. Das will ich auch mal kurz beobachten. Das muss zuerst priorisiert werden. Wo ist denn Jack eigentlich? Jack kümmert sich darum. Das ist natürlich verkehrt. Jack, du musst hier sowas machen. Weil da sind schon 14 Grad. Das Essen wird schlecht. Das können wir nicht zulassen. Forschungsmenü. Ja, wir haben alles erforscht. Okay. So, wir müssen mal Jack kontrollieren gerade. Genau. Kümmer dich, mein Junge. Und bitte. Okay, er wird nochmal gebaut, von wem auch immer. Ist mir eigentlich auch egal. Das Hauptsache, das wird gemacht. So, bitte gleich fertigstellen. Wunderbar. Dann gleich einstellen auf Minusgrade. So, Jack, du wirst ein bisschen durchmachen die Nacht. Wird von Excel verwendet. Wird von Excel verwendet. Okay. Excel ist mir auch recht. Bist du eigentlich auch erwischt? Hitzschlag stark. Ist natürlich uncool. Er ruht sich auch gerade aus, aber er kann sich noch kümmern. 50 Grad da drin, Alter. So, weiter dran arbeiten. Die Küche muss gekühlt werden. Und nochmal weiter dran arbeiten. Ja, und nochmal weiter dran arbeiten. So, bitte die auch noch fertigstellen, wenn es geht. Hier einstellen auf Minusgrade, minus 10. Und wenn es geht, dann hier natürlich ebenso. Genau, minus 10. Okay. So, jetzt müssten wir hier hoffentlich alle Heizkörper dementsprechend eingestellt haben. Ich kontrolliere gerade nebenbei nochmal. Weil nicht, dass ich irgendwann mal was vergessen habe oder so. Das wäre natürlich uncool. So, das passt. Stimmt auch alles. Und der stimmt auch. Okay. Gut, dann kannst du erstmal das machen, was du für richtig hältst. Besser gesagt, ja, Händler, quatsch mal eine Runde. Denn wir können bestimmt einen Haufen Stoff verkaufen. Alpaka-Leder kann weg, Boomerattenfell behalten wir. Hirschleder und Taski-Leder kann weg. Leguanhaut, Schildkrötenleder brauchen wir alles nicht. Wildschweinleder, Mensch, wie viel Leder wir haben. Sambo-Fell behalten wir. Stoff behalten wir. Muffalo-Wolle kann weg. Alpaka-Wolle kann weg, Sündgarn kann weg, Teufelsgarn können wir komplett verkaufen. Guck mal, was wir da rauskriegen. Der Hammer. Da müssen wir sogar noch ein bisschen was zurücknehmen. Sonst klappt das nicht. 13.042. So. Okay. Ja, müssen wir so machen. Aber 13.000 Silber. Das hat sich gelohnt. Das ist der Hammer. So, nehmen wir natürlich gerne. Guck mal, ansonsten der Raum, das wird hier auch werden. Dann brauchen wir auf jeden Fall Strom, 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 Strom. Xenon-Ionenturbine, die wir hier reinstellen werden. Besser gesagt, stopp, abbrechen. Wir müssen erst die Wand hier reinzimmern. Besser gesagt, auch erst das Stromkabel. So, dann brauchen wir Boden 6x6. So, das müsste passen. Genau, und den Rest, das müssen wir jetzt erstmal abwarten.
Gut. Küche. 9 Grad. Immer noch. Scheiße. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Das Essen wird schlecht und das können wir uns wirklich nicht leisten. Mensch, jetzt also ich bomb das jetzt einfach zu hier. Okay, Jack. Kümmer dich. Das kriegen wir sonst nicht anders hin. Alter, so einen heftigen Hitzschlag oder Hitzewelle habe ich auch noch nicht erlebt. Was ist los mit dir? Hitzschlag, Grippe leicht unbehandelt, Hitzschlag leicht. Okay, 23 Grad in dem Raum, das geht. Sam, kannst du dich bitte mal direkt um ihn kümmern, dass du Jack behandelst? Genau, dann kann er nämlich danach gleich weiterarbeiten. Okay, wunderbar. Und kümmere dich bitte. Hier bitte dranbleiben. Ja. Alter. Solche Temperaturen hier. Der Hammer. Bitte hier weiterbauen. Es wäre auch cool, wenn du eigentlich nur das eine erstmal favorisieren würdest und nicht hier drei auf einmal. Weil je öfter musst du natürlich rennen. Natürlich. Muss er nochmal los. Hm. So. Irgendwo was. Ist was explodiert, glaube ich. Ich hoffe, keiner unserer AIs. Ne, sieht nicht danach aus. Ich denke mal, irgendeine Boomerlupe vielleicht. So, das mal einstellen. Minus 10 Grad. Das müsste passen. Ja, okay. Das passt auch. Zusammenbruch Berserker. Na super. Das ist genau das Richtige, was wir jetzt noch brauchen, was uns noch gefehlt hat. Mal hier können wir auch schon mal einstellen auf minus 10 Grad. Okay, müssen wir später wieder kontrollieren. Wer ist zusammengebrochen? Lass gucken. Belkurt. Aber Belkurt geht auf Sam los, das ist in Ordnung, denn Sam ist unsere schöne AI, die kann sich verteidigen, die kann sich kümmern. Okay, so, dann bitte direkt mal retten. Genau, dann sollte das schon passen. Gut. So, Penny baut hier fleißig weiter, sie ist nicht die schnellste, aber sie macht's erstmal, was ja auch nicht verkehrt ist. So, dann hier einstellen, minus 10 Grad. Wunderbar. Wie warm haben wir es hier drin? 5 Grad. Okay, wir kriegen es langsam, aber sicher gekühlt. Aber guck mal, die verderben schon in 0,9 Tagen. Also ist, wir sind hart an der Grenze. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier alle an der Reihe schon mal richtig eingestellt. Ja, sieht gut aus. Wenn es geht, jetzt den natürlich auch noch direkt. Gut, 2 Grad. Mensch, also wir kriegen die Küche oder den Kühlraum halbwegs hin. Hier hat man jetzt auch alles soweit, das passt. Hier die drei hatten wir auch schon. Das hatten wir. Und das passt, glaube ich, hier sowieso. Okay. 1 Grad, 0 Grad. Oh, endlich. Guck mal, Minusgrade. Ja, es wird. Ich glaube, wir haben es soweit. Draußen nur 64 Grad. Nur in Anführungsstrichen natürlich. Hier drin 34, 42, 43, 53, Alter. Naja. 63 Grad hier drin. Ah. Ja, naja. Das wird noch gebaut, glaube ich. Genau, das muss noch gemacht werden. Die Stromleitung dürfte fertig sein. Genau, da müssen wir hier noch die Wand dazu setzen. Strukturen, Granitwand bitte. Und einmal hier durch. Und wenn es geht, dann hier natürlich ebenso. Gut, sollte klar gehen. Und ich sehe auch gerade auf die Uhrzeit. Mensch, ja, wir haben es schon wieder geschafft für die Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder mit einschalten. Das heißt, Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.